Herzlich willkommen zum 15. Web-Talk, das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Erwachsenenbildung.at. Es freut mich sehr, dass so viele jetzt schon dabei sind und an diesem Web-Talk teilnehmen und sich für das Thema interessieren. Für alle, die es noch nicht getan haben, ich lade Sie an, beantworten Sie unsere Umfrage, inwiefern interessieren Sie sich für das Thema Content-Strategie, aus welcher Perspektive, beziehungsweise können Sie auch nach wie vor die Möglichkeit des Chats nutzen, sich da vorzustellen. Ich darf einmal gleich als erstes unsere drei Gäste begrüßen. Das ist Irene Michel, Content-Strategin. Sie wird heute einen Input für uns geben, einen 15-minütigen. Dann Michelle Mattis aus der Schweiz, vom Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung, dort im Bereich Marketing zuständig. Und Frau Doris Hirschmann vom DIPF, arbeitet als, in der Online-Redaktion des Deutschen Bildungsservers und ist dort für den Bereich Erwachsenenbildung zuständig und auch für das InfoWeb Weiterbildung. Gut, ja, wir starten jetzt inhaltlich. Es werden immer noch mehr Teilnehmerinnen, aber wir warten jetzt nicht mehr zu, sondern starten einfach. Ganz kurz einfach zur Inhaltlichen, wie kam es zu dieser Idee dieses Web-Talks? Also, es ist, Erwachsenenbildung.at hat eine Rubrik, die heißt Bildungsinfo, und in dieser Rubrik werden, also an sich ist Erwachsenenbildung.at ja für Professionals, also für in der Erwachsenenbildung Tätige in erster Linie da, und in dieser Rubrik Bildungsinfo werden aber auch Bildungsinteressierte angesprochen. Und Ziel heuer wollen wir diese Rubrik einfach umfassend weiterentwickeln und bearbeiten und dachten uns, es ist ein Thema, das vielleicht auch andere, gerade in Bildungseinrichtungen oder Lehrende und so weiter, interessieren könnte, einfach aus einer anderen Perspektive die Frage, wie kann ich gut Bildungsinteressierte ansprechen? Ja, wie komme ich, also über Online-Medien, wie kann ich guten Content generieren, wie komme ich überhaupt einmal auf meinen Content? Und dachten uns, wir könnten doch einen Web-Talk dazu veranstalten. Ja, so kam es zu dieser Idee. Also, wir starten direkt in Medias Res. Also ich würde einfach unsere drei Gäste, sozusagen die Frau Michel, Frau Mattis und Frau Hirschmiller, einladen, sich nun ganz kurz vorzustellen. So, das war mich, das ist gleich das Erste. Ja. Sehr gut. Also mein Name ist Irene Michel, ich bin selbstständige Content-Strategin. Vor meiner Selbstständigkeit war ich 8 Jahre lang im Fachhochschulsektor für die Kommunikation und fürs Marketing zuständig, auch als Abteilungsleiterin. Und ja, das Thema Content-Strategie, beziehungsweise habe ich vorher Online-Marketing und Online-Kommunikation gemacht und jetzt mit der Content-Strategie bin ich quasi eine Ebene drüber, halte Vorträge, bin eben Beraterin. Und ja, bin auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben, worauf ich auch in dem Vortrag nochmal kurz zurückkomme. Dankeschön. Gehen wir vielleicht alphabetisch vor, Frau Hirschmann. Darf ich Sie sich vorzustellen? Danke. Ich bin Doris Hirschmann und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Frankfurt im TIPF, einem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Das mache ich schon seit gut 20 Jahren, deswegen ist es, glaube ich, nicht mehr so relevant, wo ich eigentlich herkomme. Und die Bildungsinformation hier im DIPF hat generell die Aufgabe, Informationsinfrastrukturen für die Bildung in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Und in dem Zusammenhang arbeite ich eben sowohl beim Deutschen Bildungsserver als auch betreue ich das Portal InfoWeb Weiterbildung, eine Kurssuchmaschine. Allerdings mit den Hamburger Kollegen zusammen, also das mache ich nicht allein. Und mein Arbeitsschwerpunkt ist einfach Erwachsenenbildung, aber vor allen Dingen Informationsinfrastrukturen und wie man die immer weiter besser anpassen kann, beziehungsweise auch bekannter machen kann. Von daher ist Online-Marketing immer etwas, was mich beschäftigt und womit ich dann auch fortlaufend zu tun habe. Danke. Dankeschön. Frau Mattis, darf ich Sie auch bitten, sich kurz vorzustellen? Frau Mattis, Ihr Mikrofon ist scheinbar noch stumm geschalten oder nicht aktiviert.
Wir hören Sie leider nicht. Bei mir war es, ich musste auf das externe Mikrofon umstellen, deswegen habe ich auch vorher gefragt, ob man mich eh hört, weil. Können Sie auch versuchen, das Mikrofon ein anderes auszuwählen? Wir hatten nämlich im Vorfeld schon einen Techniktest, wo alles funktioniert hat, aber das ist wohl Teil dieses Formats. Wir hören Sie leider noch immer nicht. Es wirkt für mich so, als wäre da das Mikrofon vielleicht falsch ausgewählt. Also vielleicht noch einmal mit dem Dropdown-Menü ein anderes Mikrofon auswählen. Bisher geht es noch nicht, weil das spannend ist, weil wir vor einer halben Stunde ungefähr getestet haben und das alles super funktioniert hat. Nein, wir hören Sie leider noch immer nicht. Ja, ich würde sonst vielleicht vorschlagen, Frau Mattis, vielleicht gehen Sie ganz kurz nochmal raus und nochmal rein und dann schauen wir, ob es dann funktioniert und vielleicht, ich weiß nicht, Bianca, ich glaube, gibt es sonst von dir noch etwas oder sollen wir sonst mit dem Input schon anfangen? Genau, das würde ich vorschlagen, stellen Sie sich dann einfach danach vor. Also es folgen jetzt 15 Minuten circa Input von Irene Michel und danach wird die Diskussion eröffnet und dann würde ich Sie, Frau Mattis, einfach danach noch einmal bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, ich hoffe, dass bis dahin die Technik klappt. Gut. Also ganz kurz zum Input. Wir haben jetzt eben mit 49 Teilnehmenden nicht die Möglichkeit, glaube ich, während des Inputs ganz viel schon zu diskutieren. Also ich würde Sie einladen, wenn es wirklich dringende Fragen gibt oder Verständnisprobleme, dann posten Sie das bitte in den Chat und alle Diskussionsfragen würde ich vorschlagen, dass wir das dann entweder danach klären oder dann in die Diskussion mit einspielen. Ansonsten, glaube ich, wird das ziemlich ausufern zeitlich. Gut, also ich deaktiviere jetzt auch mein Video. Frau Hirschmann, darf ich Sie auch bitten? Das heißt, Frau Michel, Sie könnten jetzt mit Ihrem Input starten. Dankeschön. Ja gut. Ja, also dann noch einmal hallo. Ich darf Ihnen heute was über Content-Strategie erzählen. Fangen wir doch gleich einmal an. Was ist Content überhaupt? Bla 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 bla. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das etwas ist, was Sie weder in einem Vortrag hören wollen, noch auf einem Folder sehen wollen, noch auf einer Website. Und das bringt mich zu Sarah Richards, eine Content-Designerin aus London, die sagt, der beste Content weiß, welchen Zweck er hat und auch, wie er diesen Zweck erfüllt. Sonst ist es einfach nur Verschwendung von Platz. Ich würde noch ergänzen, es ist auch Verschwendung von Zeit und Geld, weil dieser Content hätte überhaupt nicht produziert werden sollen. Content ist im Prinzip das Verbindungsstück zwischen Ihnen, Ihrer Organisation und Ihren Kunden. Und Sie allein entscheiden, ob dieses Verbindungsstück ein verbindendes Element ist oder ein trennendes Element. Und das eben mit dem Content, den Sie zur Verfügung stellen. Content erfüllt auch einige Unternehmensziele. Also wir machen das ja nicht zum Spaß, dass wir Texte schreiben oder Videos erstellen, sondern wir können damit die Aufmerksamkeit und die Bekanntheit steigern. Wir können Neukunden akquirieren, wir können die bestehenden Kunden binden. Wir können besseres Service zur Verfügung stellen, zum Beispiel indem wir Checklisten für Aufnahmeverfahren zur Verfügung stellen oder Vergleiche von verschiedenen Ausbildungen. Mit Content kann man auch Kosten senken, schon allein damit, dass man sagt, okay, welchen Content produziere ich überhaupt. Man kann aber vielleicht auch das Callcenter entlasten, nicht entlasten, sondern entlasten, um dann die Zeit zu haben für qualitative Gespräche, wenn die wichtigsten Fragen einfach gut aufbereitet auf der Website oder im Folder zu finden sind. Ja, Content ist in unserer digitalen Welt eigentlich sowas wie der Berater und der Verkäufer. Wozu brauchen wir jetzt die Content-Strategie? Die Content-Strategie zeigt auf, dass man einen relevanten Content erstellt, der wird geplant, der wird produziert und der wird an der richtigen Stelle dann ausgespielt und gemanagt. Ich habe da in Klammer auch stehen, wiederverwendet, dass Content auch an der richtigen Stelle wiederverwendet wird. Was heißt das? Sie müssen nicht jeden Content neu produzieren. Wenn Sie eine Veranstaltung haben, die jedes Jahr wieder stattfindet,
dann nehmen Sie doch bitte die Texte wieder her und aktualisieren sie. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Sie wissen, wo Sie es finden, und da sind wir wieder beim Content Management. Sie können auch bestehende Blogposts zum Beispiel zusammenfassen, ein White Paper, also in ein PDF, das Sie dann auch ausschicken können. Also Content einfach auch wieder verwerten, was Sie schon haben, weil Sie haben schon Zeit und Energie reingesteckt, den zu produzieren. Am ersten Punkt steht relevanter Content. Das ist relevanter Content, das ist dort, wo sich die Unternehmensziele, die Kundenbedürfnisse und die Markenbotschaften überschneiden. Sprich, der Content muss die Unternehmensziele erfüllen, er muss die Kundenbedürfnisse erfüllen und er muss die Markenbotschaft mittransportieren. Wenn er das nicht tut, brauchen Sie ihn gar nicht produzieren. Ja? In Ausnahme, Sie dürfen natürlich nur wieder ein Cat-Content machen. Ja? Das wird zwar die Unternehmensziele nicht unbedingt erfüllen, aber manchmal die Kundenbedürfnisse. So, die Zielgruppe ist das Maß der Dinge. Warum habe ich das hier so groß stehen? Ich möchte, dass Sie das auf jeden Fall heute mitnehmen. Den Perspektivenwechsel, die Sichtweise aus Ihrer Kundensicht vorzunehmen. Warum? Wenn Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden, Ihrer Zielgruppe kennen, wenn Sie die Probleme, die Sie haben und die Sie gerne lösen wollen, kennen, die Erwartungen, Ihr Medienverhalten, dann können Sie einfach im nächsten Schritt Entscheidungen treffen, die Sie nicht aus der Glaskugel ablesen müssen, sondern Sie wissen dann, was sind relevante Inhalte, die Sie brauchen, was ist die Sprache und die Tonalität, die Sie sich wünschen, mit der Sie auch mit uns sprechen, welche Wörter verwenden die dann, dass Sie das dann auch wiederfinden in den Texten oder Videos, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Länge von Texten, immer wieder, wie lang soll denn ein Blogbeitrag sein zum Beispiel? Die Frage bekomme ich immer wieder. Wann liest denn Ihre Zielgruppe Ihre Beiträge? Liest sie in der Früh auf dem Weg in die Arbeit, in den öffentlichen Verkehrsmittel, dann wollen die das wahrscheinlich schnell und knackig haben. Wenn sich jetzt jemand ein Bildungsangebot gemütlich am Sofa mit dem Tablet anschaut, dann können sie auch tiefer in die Materie reingehen und mehr Content zur Verfügung stellen. Hängt aber auch vom Typ auch wieder ab. Ja? Sind das Menschen, die schnell Informationen wollen, oder wollen sie sich lieber gerne in den Hintergrund Informationen holen? Und auch immer die Frage, sollen wir Pinterest machen? Sollen wir Facebook machen? Sollen wir in Instagram sein? Gehen Sie dorthin, wo Ihre Zielgruppe ist und Sie auch erwartet. Ja? Also kennen Sie Ihre Zielgruppe, und viele dieser Fragen beantworten sich einfach daraus. So, jetzt muss ich klicken. So, das ein bisschen was zum Schmunzeln, aber leider halt auch sehr auf die Realität. Sie haben hier eine Grafik, die darstellt, was auf einer Universitätsstartseite zu finden ist. Links das, was die Universität meint, was drauf sein sollte, und rechts das, was eigentlich die Leute dort suchen. Die einzige Überschneidung ist der volle Name dieser Universität. Das führt es dazu, dass, wenn Sie jetzt, keine Ahnung, die Applikation, also die Bewerbungsformulare suchen, Sie finden sie nicht auf der Startseite, ja, dann Frust, Verzweiflung vielleicht, weil Sie die Information nicht finden, die Sie brauchen. Schlimmstenfalls gehen Ihre Kunden dann zu Ihrem Mitbewerber. Ich will nicht dazu sagen, dass das links ein nicht relevanter Content ist, aber vielleicht ist es einfach halt hier auf dem falschen Kanal ausgespielt. Also auch da schauen Sie, was Ihre Zielgruppe braucht. Woher weiß ich jetzt, was meine Zielgruppe braucht? User Research, also Sie haben genug Studien, finden Sie im Netz. Ich würde aber sagen, machen Sie es nicht zu kompliziert. Sie müssen keine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Reden Sie einfach mit den Leuten. Schauen Sie, was Sie im Haus haben, schauen Sie die Erfahrungen, die Ihre Leute im Haus haben, und sammeln Sie daraus Daten für Ihre Zielgruppe. Sie können auch immer wieder testen, also auch im Austausch mit Ihrer Zielgruppe schauen Sie, welche Überschrift passt besser, welche ist es verständlich so. Also Sie können es Schritt für Schritt, Sie müssen nicht sofort den perfekten Content erstellen, sondern Sie können es Schritt für Schritt verbessern, wenn Sie vor allem dort, wo es relevant ist und Sie für Ihre Unternehmensziele brauchen. Ich habe Ihnen da ein paar Tools mitgebracht, die kriegen ja die Folien nachher, das heißt, Sie können das dann auch nochmal in Ruhe sich anschauen. Web-Tracking-Tools, das heißt Google Analytics, sehen Sie, welche Informationen werden hauptsächlich gesucht, auch in Kombination mit einer anderen Seite. Vielleicht haben Sie eine Ausbildung, wo 50% der Leute, die sich diese Seite anschauen, auch zu den Förderungen gehen. Ja, dann erkennen Sie schon, okay, hier ist irgendwie ein Muster, das uns wieder informiert, was unsere Zielgruppe braucht. Sie können bei Aufnahmegesprächen, Infoveranstaltungen, Beratungsgesprächen darauf aufpassen, welche Wörter verwenden die Leute, um ihr Programm zu beschreiben, wonach suchen sie, welche Inhalte. Die häufig gestellten Fragen geben Ihnen einen Hinweis darauf, was Sie als Erster an Content zur Verfügung stellen müssen, damit die Leute wissen, ah, da bin ich richtig.
Die Think-Aloud-Methode ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Webseite zum Beispiel testen können. Sie setzen einen Probanden davor, stellen den eine Aufgabe, zum Beispiel melden Sie sich für den Kurs XY an und der Proband oder die Probandin spricht in dem Moment auch immer aus, was sie sich gerade denkt, deswegen Think-Aloud-Methode. Warum klickt sie da? Findet sie das, was sie sich erwartet? Warum ist sie gerade frustriert? Ja, also das ist nach 4, 5 Leuten haben sie schon 80% der Schwierigkeiten aufgedeckt. Also sie brauchen auch hier keine Mega-Budget, um das zu machen. Das nächste ist ein Artikel über, wie man Content testen kann, also Überschriften, Bilder, ähnliches. Und ja, Content auf Papier im Café testen, die einfachste Variante, sie gehen einfach mit dem Handy oder sie gehen wirklich mit einem Papierausdruck, mit 2 unterschiedlichen Varianten vielleicht. Die Cafeteria bei Ihnen in der Haus, in die Mensa, zeigen das der Zielgruppe und zahlen Ihnen einfach einen Kaffee dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihnen Feedback dazu gegeben haben. Also wie gesagt, alles kein Rocket Science. Die Persona möchte ich Ihnen auch noch als Tool mitgeben. Das ist im Prinzip die Vermenschlichung Ihrer Daten, die Sie gesammelt haben, damit Sie sich besser in Sie hineinfühlen können, damit Sie leichter mit Ihren Kollegen darüber sprechen können. Wenn Sie jetzt so einen knackigen Namen geben wie Waldraut Weiterbildungs-Junkie, ja, dann hat man schon ein Beat, ja, ist ja sehr gerne interessiert an Weiterbildung und macht mehr Sachen. Sie können darauf festhalten, welche Kanäle Sie nutzt, was sind so die Dinge, die Sie verzweifeln lässt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Vorlage von extensio.com, ein gratis Tool. Sie können aber, wenn Sie googeln, Sie finden so viele verschiedene Vorlagen, was nach Ihren Bedürfnissen, ja. Word-Dokument, eine Seite, übersichtlich. In der Bio finden wir zum Beispiel, dass er sich für Social Media interessiert, weil es in ihrer Abteilung keiner kann, möchte das als Karriereschritt nutzen, um wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Sie ist hauptsächlich fürs Familienmanagement zuständig und eine Ausbildung oder Weiterbildung würde vielleicht auch ihre Chefin übernehmen. Was lernen wir jetzt daraus? Wir sehen auch bei den Frustrationen, es muss schnell gehen, ja, sie hat wenig Zeit. Das heißt, für sie eher kurze Texte. Das Wichtigste für sie als Familienmanagerin ist auch, welche Anwesenheitszeiten sind dann. Auch das ein wichtiges Kriterium, am besten gleich nach oben stellen. Spannend ist die Kombination, mit dem das vielleicht Ihre Chefin die Ausbildung zahlt, weil dann haben wir hier eigentlich eine zweite Zielgruppe zu bedienen und machen Sie es der Kundin so einfach wie möglich. Geben Sie ihr auf der Webseite ein PDF zum Ausdrucken oder eine E-Mail-Vorlage, die sie dann ihrer Chefin schicken kann als Argumente, warum sie diese Ausbildung machen kann. Das sind wir wieder beim Service, der einfach auch weiterhilft. Wir haben ja nicht nur eine Website, wir haben Folder, wir haben Events, wir haben Social-Media-Kanäle. Also es ist ja nicht nur, dass wir Bäumchen drehen jeden Tag. Multichannel. Ich möchte Ihnen da gerne mitgeben, das Touchpoint-Management, beziehungsweise dort, wo Ihre Kundinnen und Kunden mit Ihnen, mit Ihrem Unternehmen, Ihrer Organisation in Kontakt kommen. Das kann jetzt sein auf Social Media, das kann sein in der Google-Suche, das kann natürlich auch bei Ihnen im Haus sein. Foren und Gruppen. Foren und Gruppen würde ich Ihnen auch noch nahelegen, dort erfahren Sie auch sehr viel über Ihre Zielgruppe. Welche Fragen stellen Sie, welche Empfehlungen holen Sie sich ein, ja, wonach suchen Sie? Ja, auch hier nehmen Sie an diesen Gesprächen teil. Wenn Sie diese Kontaktpunkte aufgeschrieben haben, sowohl wo Sie selber wissen, dass es sie gibt, das sind meistens Ihre Kanäle, plus dann auch noch, was Sie aus Ihren Zielgruppenbefragungen oder Gesprächen hören, prüfen Sie doch bitte mal, ob dort überall aktuelle Informationen sind, ob die Informationen einheitlich sind, ja. Und welcher Eindruck an diesen Touchpoints entsteht. Weil wenn Sie Widersprüche im Markenauftreten an diesem Touchpoint haben, haben Sie vielleicht auch dann nicht den Vertrauensverlust, sondern auch den Verlust Ihrer einer potenziellen Teilnehmerin. Ich sehe jetzt gerade als eine Frage aufgetaucht bei mir. Wie können wir große Zielgruppen der Bildungsinteressierten gut eingrenzen und beschreiben? Schauen Sie einfach, wo Sie sie clustern können. Also wenn Sie eben diese Analyse machen, wo sind denn so die gemeinsamen Punkte, wo Sie sagen, okay, das ist relevant, um Sie damit als eine Gruppe zu definieren. Ja? Konzentrieren Sie sich eher auf die Personen, die für Sie auch wichtig sind. Und nicht 100, sondern schauen Sie halt einmal, dass Sie mit 1, 2 anfangen und dann halt eben die Ihre Unternehmensziele am nächsten sind und dann eben Schritt für Schritt machen, weiter Personas bilden und mehr über Sie lernen. Eine Möglichkeit, diese Touchpoints darzustellen, ist die Customer Journey, nennt sich halt die Kundenreise. In dieser Grafik sehen Sie, wie sowas ausschauen kann. Das ist von einer Masterarbeit von Valentin Shannon, von einer Fahrschule. Also wir haben links, startet das Ganze mit dem, okay, ich bräuchte meinen Führerschein machen.
Das heißt, das ist die Vorphase vom Kauf, dann die Kaufphase, beziehungsweise wo er die Ausbildung macht und dann halt eben, was danach ist. Inkludiert auch ein bisschen den Emotionalstatus, das heißt, große Vorfreude in Grün, ich mache meinen Führerschein, Websuche, ein Unternehmen gefunden, stellt dann fest, ist auf Facebook. Ja, also hier zum Beispiel, wenn das öfter kommt, dann müssen Sie sich wirklich überlegen, auf Facebook zu sein. Findet aber dann das Unternehmen gut. Das Beratungsgespräch, das ist unten dieser rote Pfeil, wieder negativ. Ja. Also Sie können das einfach abbilden, Schritt für Schritt, was passiert nacheinander. In diesem Beispiel wird auch negativ aufgefasst, dass es eine SMS-Zahlungserinnerung gibt. Das wird irgendwie so als unpersönlich und nur als Cash-Cow genommen. Also auch da kann man mit einem anderen Kanal, anderen Content dieses Negativgefühl wegnehmen. Contentplanung, ein paar von Ihnen werden Sie hoffentlich machen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, dass man sehr viel aufs Tagesgeschehen eingehen muss. Contentplanung macht aber insofern Sinn, vor allem, bitte machen Sie es über alle Kanäle. Und hier ein großer Appell, brechen Sie die Abteilungssilos nieder. Sie brauchen PR, Sie brauchen Social Media, Sie brauchen die Website-Betreuung an einem Tisch, um diese Contentplanung zu machen, um auch dann Synergien in der Produktion zu nutzen. Weil wenn jetzt einer sich vertieft in ein Thema, um eine Pressemeldung zu schreiben, und jemand anderer sich in dasselbe Thema vertieft, um eine Website-Information online zu stellen, ja, dann tun sie sich doch zusammen und vielleicht kann die eine Person gleich alles machen. Also den Social-Media-Post dazu, den Werbungspost, den Banner, was auch immer, vielleicht in Kooperation, aber zumindest, dass einer in dem Thema drin ist und das gleich in einem Aufwischen macht. Also auch da wieder können Sie Zeit und Geld sparen. Und das ist wieder einheitlich. Und wenn Sie mit mehreren Autoren arbeiten, lege ich Ihnen noch Guidelines in einer Art und Weise so, dass man sie auch gerne in die Hand nimmt, also keine Wälzer, sondern halt vielleicht auch ein Karteikartenformat, damit die Leute einfach wieder dieselben Markenbotschaften aussenden, dass die Sprache einheitlich ist und natürlich auch damit die Qualität. Tools hier, viele können natürlich ihre Planung in Excel machen, weil sie das Tool einfach vertraut sind, oder auf Papier. Ja, bei meiner Masterarbeit bin ich untergekommen und sage, können wir das mit der Papier machen. Trello ist noch ein nettes Tool. Es gibt verschiedene Redaktionstools, die genau dafür geschaffen sind, mit Freigabeprozessen und diese unterstützen der Content-Erstellung. Und Card-Sorting möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Das ist ein Tool, das die Margot Blumstein entwickelt hat, ein Workshop, wo sie ihre Markenbotschaften innerhalb von 2-3 Stunden erstellt haben. Und damit auch, ich bin wieder gerade abgelenkt von meiner Frage. genau, also meine Kunden lieben das heißt, ja, weil sie sagen, boah, innerhalb von einer kurzen Zeit sind sich alle gemeinsam den Nenner und wissen, wie sie nach außen wirken wollen und haben so ein gemeinsames Verständnis dafür. Zusammenfassung, ich gehe dann auf die Frage nach der Zusammenfassung gleich ein. Das ist eben eine Grafik aus meinem Buch, Bauteile der Content-Strategie. Wir haben jetzt die Basis vor allem besprochen. Also um Content-Strategie zu machen, müssen Sie Ihre Zielgruppen kennen, die Unternehmensziele und Ihre Marke. Daraus leitet sich dann ab die operationalen Maßnahmen. Das Controlling ist dann noch dazu da, um die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, zu schauen, ob Sie auch auf dem richtigen Weg sind und sie auch erreichen. Und das Content-Strategie-Statement ist im Prinzip so der Leuchtturm, wo es hingeht, die Ausrichtung, wo in 2 Sätzen die Strategie nochmal erklärt ist, die jeder sich leicht merken kann und kein wieder 100-seitiges Strategiepapier kennen muss. Die Main Takeaways, die ich Sie bitte, sich mitzunehmen. Jedes Contentstück braucht einen Zweck und ein Ziel. Sonst brauchen Sie es gar nicht produzieren. Relevanter Content ergibt sich aus den Zielgruppenbedürfnissen, den Unternehmenszielen und Markenbotschaften. Denken Sie immer aus der Sicht der Zielgruppe. Wo sind Sie unterwegs? Was brauchen wir? Daraus ergibt sich dann Inhalt, Format, Zeitpunkt, Kanal. Also die vielen Fragen der Strategie und Kommunikation sind dann geklärt. Wer die Bedürfnisse seiner Zielgruppe besser erfüllt als andere, ist erstes Mal in der Informationsüberflutung, bekommt die Aufmerksamkeit und hat auch einen Wettbewerbsvorteil. Ein einheitlicher Auftritt und einheitliche Markenbotschaften an allen Berührungspunkten schafft Vertrauen und damit auch Kundenbindung und durch die strategische Planung spart man Zeit und Geld in der Umsetzung. Ja, Fragen? Ich habe auch gestern einen Link eingerichtet, falls Sie wissen wollen, wann das Buch erscheint. Es wird zu Ende im Herbst sein. So, was habe ich denn? Spricht nicht unterschiedliche Schriftsprache bei mehreren Autoren eine breitere Zielgruppe an? Die Frage ist jetzt eben schon, breitere Zielgruppe, ist das gut? Weil je fokussierter Sie mit einer Zielgruppe arbeiten, umso größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit.
Und ja, natürlich, es hängt auch von Ihrem Unternehmensziel ab, ob Sie eben genau diese Vielfalt wollen. Bei einem Blog zum Beispiel ist die Vielfalt, macht es wieder lebhafter, unterschiedliche Autoren, unterschiedliche Sichtweisen. Deswegen immer diese Kombination zwischen, was will ich damit erreichen mit diesem Contentstück, welche Unternehmensziele will ich erreichen und welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Breiter ist immer ganz schwierig, weil dann irgendwie sich keiner wiederfindet. Ja, also man muss dann schon sich abwägen, wie breit gehe ich denn und wie gezielt spreche ich denn eine Gruppe an. Ja, dann gebe ich gerne wieder zurück an die Frau Friesenbichler. Ja, danke schön. Dankeschön für den sehr, sehr dichten und gleichzeitig aber doch auch sehr, sehr klaren und verständlichen Input. 15 Minuten ist ja nicht ganz leicht, so viele Inhalte durchzukriegen. Wir würden dann später auch noch eine Kontaktinfo zu Ihnen, Frau Michel, einblenden, falls vielleicht gibt es ja noch Bedarf. Also Sie sind da die Expertin, man kann sie auch, genau. Mhm. Fein. Also wir testen jetzt noch einmal das Mikrofon, die Audioverbindung von Frau Mattis. Inzwischen würde ich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einladen, die Fragen, die sich jetzt wahrscheinlich schon bei Ihnen ein Stück weit angestaut haben, posten Sie sie in den Chat oder überlegen Sie Fragen, die wir dann in der Folge an die Diskussion einspielen werden, beziehungsweise vielleicht auch jetzt im Anschluss noch klären können. Genau, eine Frage. Ich greife jetzt gleich an von der Frau Schwegler. Ja, es gibt einen Link, einen Literaturhinweis zum Cardsorting, und zwar ist es das Buch von der Margot Bloomstein, Content Strategy at Work. Ich habe es in der Folie hingeschrieben, das ist der Buchtitel. Ist auf Englisch, aber eigentlich gut verständlich, und sie beschreibt das dort. Wenn Sie es googeln, die Studierenden der FH Joanneum haben letzte Zeit einmal Blogbeiträge auch dazu darüber geschrieben, wie das ausschauen kann, wie der Vorgang dazu ist. Studiengang Content Strategie. Mhm. Haben Sie den Link da parat, Frau Michel? Können Sie ihn rein posten? Nein, weil es sind eben verschiedene Blogposts, okay. Die Sie aufgrund eines Workshops gemacht haben. Mhm. Aber ich kann, ich habe auch vor, einen zu schreiben. Das steht auch in meiner Liste. Mhm. Ich sehe, da ist dann noch eine Frage, Card Sorting. Ja, ich weiß nicht, wie stark ich jetzt darauf eingehen soll oder ob man einfach halt dann die Leute sich einfach bei mir melden. Genau. Frau Mattis, darf ich Sie bitten, etwas zu sagen? Schauen wir, ob es jetzt funktioniert inzwischen. Ja, das hoffe ich sehr, dass es jetzt funktioniert. Ja, okay, super. Gut. Perfekt, fein. Danke. Gut, also die eine Frage von Frau Schreiner würde ich in die Diskussion vielleicht mit hineinnehmen. Insofern gibt es noch, warten wir vielleicht noch ganz kurz, ob es noch weitere Fragen gibt, die jetzt direkt an den Input anschließen, also die quasi nur Sie, Frau Michel, klären können, also so Verständnisfragen oder so. Ich habe eine Frage, wenn Diversität herzustellen, mein Ziel ist, wie koordiniere ich Bedürfnisse dieser breiten Zielgruppe, wie spreche ich sie an, dass sich jeder wiederfindet. Also, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass man halt ein Contentstück auch möglichst für ein oder maximal zwei Zielgruppen produziert, weil sonst eben ein Einheitsbrei wird und sich niemand wiederfindet. Suchen Sie einfach nach den Gemeinsamkeiten dieser unterschiedlichen Zielgruppen. Und also ein Beispiel zum Beispiel, Sie haben ein Sommerfest, ja, das sich für Mitarbeiter, für die Absolventen, für die Seminarteilnehmer oder Lehrgangsteilnehmer halt gleichermaßen ist. Ja. Der gemeinsame Faktor bei denen ist, dass sie sich vernetzen wollen, dass sie ja auch Spaß haben wollen bei einem Sommerfest. Und dann gibt es vielleicht dann noch einen zweiten oder dritten Absatz, dann den Hinweis, okay, und für die Alumni gibt es dann noch ein Side-Event und so. Also dass sie mal oben groß abholen am Anfang, dass sich Leute sagen, okay, ja, das ist Information für mich. Und dann halt so absatzweise dann auf die einzelnen Zielgruppen eingehen. Und was sie halt eben gemeinsam verbindend haben, das können sie dann eh gemeinsam hinschreiben. Ich hoffe, dass Ihnen die Antwort weitergeholfen hat. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Dann Dankeschön. Wir gehen jetzt über in die Diskussion. Karin, darf ich dich bitten, die Folien wieder zu wechseln, den Foliensatz mit den Diskussionsfragen. Dankeschön. Zunächst einmal, Frau Mattis, darf ich Sie jetzt bitten, sich vorzustellen, jetzt dürfte alles funktionieren. Also Ihre, die Vorstellrunde war, ich bin und arbeite. Mhm. Also, genau. Ich arbeite als Marketingverantwortliche beim SWEP,
Das ist der Schweizerische Verband für Weiterbildung. Ich beschäftige mich eben mit Bildungsinformationen im Zuge unserer Projekte und Dienstleistungen. Der SWEB ist relativ breit aufgestellt. Also er hat verschiedene Tätigkeitsbereiche, zum Beispiel eben auch Träger eines Ausbildungssystems für Ausbildende oder eines Qualitätslabels, hat aber eben auch Forschungsprojekte, also eher einen hohen Informationsbedarf. Der SWEB bietet selber keine Kurse an, also Bildungsinteressierte sind nicht die primäre Zielgruppe. Es sind eigentlich die Weiterbildungsanbieter oder eben einfach Professionelle im Weiterbildungsbereich oder eben auch Kursleitende, die unsere Zielgruppe sind. Das Online-Marketing beschäftigt mich in meiner Arbeit eigentlich auch immer, weil es vor allem einfach ist oder für uns einfacher oder günstiger ist, die Informationen über den Newsletter oder über unsere Social-Media-Kanäle zu verbreiten und zum Teil auch ja, über Partnerschaften und Kooperationen, aber das läuft eigentlich meistens online. Dankeschön. Dürfte ich Sie nur bitten, das Mikrofon vielleicht ein Stück von Ihrem Kopf wegzunehmen, Sie sind im Vergleich jetzt ein bisschen lauter. Ja, genau, wunderbar, dankeschön. Gut, dann starten wir jetzt in die Diskussion und zwar meine erste Frage, wie sind denn Ihre Erfahrungen, Einschätzungen in Bezug auf Contententwicklung in der Erwachsenenbildung? Jetzt vielleicht zuerst Sie, Frau Hirschmann, angesprochen. Frau Mattis, Sie können dann gerne ergänzen, beziehungsweise auch Frau Michel, schalten Sie sich einfach ein, wo Sie gerne was dazu sagen möchten. Ja, dann mache ich mal den Anfang. Ja, ich will eigentlich mit den Erfahrungen anfangen bei der Content-Entwicklung, weil es den deutschen Bildungsserver ja schon über 20 Jahre gibt, haben wir es zu unterschiedlichen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Formen von Content-Entwicklung zu tun gehabt. Oder immer noch, also der Anfang ist eigentlich zu einer Zeit gewesen, als Suchmaschinen noch gar nicht so relevant waren, wie sie heute sind. Und dann war der Deutsche Bildungsserver ein zentraler Anlaufpunkt als Verweissystem. Also man konnte Internetquellen empfehlen und sagen, da und da müsst ihr euch hinwenden. Das hat sich natürlich vollkommen jetzt geändert. Das heißt, die Leute sind nach wie vor natürlich an Ursprungsquellen interessiert und auch an einer qualitativen Auswahl. Aber die Präsentation ist eine ganz andere geworden inzwischen. Also wir Rahmeninformationen sind wichtig geworden. Also neben den Quellen, auf die wir hinweisen, geben wir auch inzwischen, wir nennen das Kuratieren, Hinweise auf den Zusammenhang, in dem die Information zu sehen ist und auch, warum diese Auswahl getroffen wurde. Also auf diese Art und Weise bauen wir unsere Informationsangebote auf. Was wir so feststellen, natürlich aufgrund verschiedener Vorgehensweisen, also wir machen zum Beispiel auch in unregelmäßigen Abständen Online-Umfragen und Nutzerstudien, einfach um immer wieder herauszubekommen, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer ihre Interessen haben. Und dann zeigt sich eben, dass es so Entwicklungen gibt, zum Beispiel von einem Interesse an umfassender Information geht der Trend mehr zu gezielten Einzelinformationen, die man gleich in die Praxis umsetzen kann. Also alles ist etwas weniger breit gefächert in den Interessen und sehr viel gezielter geworden. Auch Verweise sozusagen, hier können Sie das und das und das finden, sind nicht mehr ganz so wichtig wie ein direktes Hinführen zu einem Volltext, mit dem man gleich was anfangen kann. Und auch sozusagen von allen Quellen, also da hat man immer so einen umfassenden Anspruch, mehr zu einer einzigen relevanten Quelle, was natürlich schwierig ist bei einem Feld wie der Bildung, wo man differenziert und vielfältig informieren muss, besonders in Deutschland in dem föderalen System. Dann geht auch der Trend mehr von der Information zur Beratung stärker, also sozusagen direkter Kontakt, Austausch, wo kann ich was finden und so.
Und dann eben so How-to-Informationen. Also wie kann ich was machen? Wo kann ich was finden? Also das sind so die Wege, die oder die Entwicklungen, die wir im Content immer wieder mal beobachten. Natürlich technische Entwicklung ist klar, vom Desktop zum Smartphone, also auch da muss man dann eben von der optischen Präsentation her immer wieder anpassen. Und ja, also das sind so im Moment die Content-Entwicklungen, die wir so sehen und auf die wir versuchen einzugehen. Natürlich sind die Ausführungen von Frau Michel sehr interessant und auch wichtig. Vielen Dank dafür. Aber wir hängen immer noch an dem Problem, dass wir den Auftrag haben, für alle Zielgruppen etwas anzubieten und müssen deshalb immer auch etwas unspezifisches wohl leider bleiben. Also interessant finde ich es schon sozusagen, auf der Basis ihrer Ideen und Vorschläge nochmal sowas wie Zielgruppeninteressen und Unternehmensziele. Also bei uns ist es eben sozusagen dieser Auftrag, umfassend zu informieren, nochmal näher zusammenzubringen. Also damit schlagen wir uns fast immer herum. Ja, okay, aber Plattformen haben es da besonders schwer, weil sie halt eben ganz Deutschland bei ihnen ja abdecken müssen. Das ist, aber vielleicht gibt es eben Gemeinsamkeiten, auf die man dann in gezielter ersten Stelle eingehen kann. Frau Mattis, wie sind Ihre Erfahrungen da oder Einschätzungen aus der Schweiz? Also wir haben auch einen Auftrag, eben groß zu informieren, aber eben vor allem unsere Zielgruppe, eben die Weiterbildungsanbieter, also nicht die Bildungsinteressierten. Und da wird es vielleicht auch etwas einfacher, weil wir eigentlich Informationen aus unseren Projekten haben oder dann eben auch Informationen eigentlich aus unserem Umfeld einfach also eigentlich kuratieren, diese Content. Kuration machen wir schon auch, also dass wir es einfach publizieren oder dann einen eigenen Beitrag zum Beispiel erstellen. Ja. deshalb ja, finde ich, ist es etwas schwierig für mich jetzt da weiter eine Aussage zu treffen, wie es für Bildungsinteressierte genau aussieht. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die Vorschläge aus dem Chat ist inzwischen nichts gekommen. Keine weiteren Fragen. Wie sprechen Ihre Einrichtungen Bildungsinteressierte gezielt an? Ja, okay. Naja, wie wahrscheinlich alle versuchen wir natürlich so eine Art multifunktionalen Ansatz oder so diese berühmte eierlegende Wollmilchsau. Wir haben halt eben so vier Wege, wie wir das versuchen, unsere Bildungsinteressierten, unsere Zielgruppen zu erreichen. Das sind natürlich die vorhin schon erwähnten Nutzerstudien, um immer wieder in Erfahrung zu bringen, wohin geht der Interessenstrend. Und dann haben wir eben die Informationszusammenstellungen und die Dossiers versuchen wir inhaltlich eben so aufzubereiten, dass sie diesen Interessen entsprechen. Und dann eben setzen wir zum Beispiel sehr stark auf Kooperationen mit Facheinrichtungen. Ich im Bereich der Erwachsenenbildung kooperiere mit dem Deutschen Volkshochschulverband, mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, mit Erwachsenenbildung.at. Und versuche auf diesem Weg die Informationen, die wir haben, einmal zu verifizieren, aber dann auch sozusagen gemeinsam mit anderen das Thema Erwachsenenbildung voranzubringen. Dann haben wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit, das bedeutet eben Pressemitteilungen, wir haben regelmäßig Newsletter, man kann sich immer informieren, wenn man sich interessiert. Wir sind auf Messen und auf Konferenzen immer direkt ansprechbar. Und haben natürlich auch Social Media Angebote, die zum Beispiel werden unsere Dossiers immer aktuell dann immer begleitet von Blogbeiträgen, wo die Leute nochmal ausführlicher nachlesen können. Es werden Experten auch interviewt und dargestellt.
Und eben momentan sind wir bei Twitter und da aus unserer Sicht erfolgreich und auch auf Facebook vertreten. Und das ist immer so ein Feld, wo wir dann halt auch fragen, okay, wie machen wir weiter? Also das ist für uns noch ungeklärt, weil der Trend geht ja immer stärker auch in die Richtung von ja, mehr von so Bilderdarstellungen, also meinetwegen Instagram oder aber halt eben einen YouTube-Kanal. Wir haben zwar einen, aber da sind wir auch in der Diskussion, wie wir den bespielen. Also auch andere Medien, die wir überlegen derzeit auch, wie es mit einem Podcast-Angebot aussehen könnte. Also das sind immer so Dinge, die so im Fluss sind und die wir sofort laufen, diskutieren und über die wir dann versuchen, unsere Interessierten zu erreichen. Mhm. Ja. Frau Mattis, Sie haben ja als Web sozusagen eine andere Rolle, die Sie schon genannt haben. Sie haben ja Kriterien entwickelt für Weiterbildungsanbieter. Also das schlägt ja auch ein Stück weit in diese Kerbe. Wie quasi, was empfehlen Sie denn Ihren oder den schweizerischen Bildungseinrichtungen, Ihre Zielgruppen anzusprechen? Also da gibt es ja eine Kriterienliste. Können Sie darüber vielleicht etwas erzählen? Ja, genau. Also wir sprechen da die Bildungsinteressierten eigentlich eben nur indirekt an. Es geht wirklich darum, dass wir den Bildungsanbietern eigentlich zeigen wollen, wie sie ihre Kursausschreibungen darstellen, also nicht unbedingt darstellen sollen, aber welche Informationen in diesen Kursausschreibungen eigentlich da sein sollen, damit sich eben die Bildungsinteressierten wirklich, also alle relevanten Informationen finden und auch schnell finden, um sich dann eben auch für den richtigen oder den richtigen Kurs in dem Sinn entscheiden zu können. Es ist eigentlich, also wir wollen ja, dass die Qualität bei Kursen oder gut ist, und da spielt, glaube ich, spielt es eine wichtige Rolle, dass es eben der richtige Kurs ist für den Bildungsinteressierten. Genau. Da arbeiten wir vor allem dann mit Kooperationen, also eben wir informieren eigentlich die Weiterbildungsanbieter einfach über unsere Webseite. Wir starten jetzt dann mit einer kleinen Kampagne, da versuchen wir auch einfach mit verschiedenen Interviewserien die Bildungsanbieter darauf hinzuweisen, wie sie da am besten vorgehen sollen. Sie haben mir im Vorfeld schon den Link geschickt zu den Kriterien. Könnten Sie diesen vielleicht auch in den Chat posten? Also es gibt eine Frage danach. Es ist vielleicht auch für österreichische Bildungsanbieter oder auch deutsche Bildungsanbieter wahrscheinlich interessant, ihre Empfehlungen, ihre Kriterien. Mhm. Gerne, mache ich. Danke. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Welche Strategien funktionieren gut, die Sie schon ausprobiert haben, welche weniger? Noch einmal, also wie sind Ihre Erfahrungen? Dankeschön, Frau Mattis. Also der Link zu den Kriterien für Kursanbieter, Bildungsanbieter aus der Schweiz ist jetzt im Chat zu finden. Soll ich jetzt weitermachen? Ja, bitte gerne. Welche Strategien funktionieren gut, welche weniger? Welche Strategien funktionieren gut? Also dranbleiben ist sowas, was unsere Erfahrung uns sagt. Das heißt also Kontinuität einfach in den Angeboten, aber auch immer zu versuchen, direkten Kontakt aufzunehmen. Also direkter Kontakt durchaus auch in der Kommunikation, meinetwegen über Twitter oder so. Also immer so ein bisschen dranbleiben. Das sind so Sachen, die von denen ich den Eindruck habe, dass sie immer gut funktionieren. Dann das natürlich das Aufnehmen aktueller Diskussionen, wie wir in Deutschland zum Beispiel die aktuell veröffentlichte nationale Weiterbildungsstrategie beispielsweise, das zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich. Und dann die Auffindbarkeit ist halt immer so eine Sache, das natürlich technisch gelöst werden muss über diese Suchmaschinenoptimierungen. Das heißt also, die Informationsangebote so aufzubereiten, dass sie wirklich gut gefunden werden. Es bleibt halt dabei, dass die Nutzer einfach eine Frage bei Google in die Zeile eingeben
Und dann ist die Frage sozusagen, ob man eins von den Treffern ist, die dann auf den ersten drei Seiten, wie es ursprünglich mal, ich vermute, die auf den ersten Seiten auftauchen, auf der ersten Seite auftauchen. Das sind so Dinge, die halt dann wichtig sind und auch, oder Strategien, die sie weiter verfolgen, sind wichtig. Was natürlich weniger funktioniert und weniger attraktiv ist, was wir aber trotzdem machen, das sind Angebote zu Standardthemen. Also so diese, naja, Ferienkalender in den einzelnen Ländern hier in Deutschland werden natürlich immer abgefragt, das ist keine Frage. Aber meinetwegen Grundsatzpapiere, die die Kultusministerkonferenz veröffentlicht, oder Grundsatzpapiere, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung kommen, die stellen wir grundsätzlich immer zur Verfügung. Genauso wie Verzeichnisse. Ich habe Seiten zu, wie die Weiterbildung in den einzelnen Bundesländern hier in Deutschland aufgestellt ist und so. Ne? Also das sind so Standardangebote, das ist auch so ein Anspruch, umfassend zu informieren. Die sind weniger attraktiv, aber notwendig. Und das wollen wir halt auch bedienen, wissen aber, dass es sozusagen da weniger Interesse dafür gibt. Jo, so viel vielleicht erstmal dazu. Haben Sie dazu was zu ergänzen, Frau Michel, Frau Mattis? Nein? Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Letzte und auch schon unsere letzte Diskussionsfrage. Aha, im Chat gibt noch jemand ein. Wir gehen trotzdem kurz weiter und spielen die Frage danach ein. Welche Empfehlungen und Tipps können Sie geben? Also es ist jetzt ein Stück weit eh schon auch beantwortet mit dem, was gut funktioniert. Frau Michel, Sie arbeiten ja schon lange als Content-Entwicklerin. Also was ist Ihnen so in der Zusammenarbeit mit Kunden, Kundinnen aufgefallen? Also ich habe versucht, das meiste gleich in den Impulsvortrag reinzubringen. Ja? Eben diese Zielgruppe, vielleicht auch nochmal die Geschichte mit der eierlegenden Wollmilchsau. Ja? Gibt natürlich auch bei uns an der FH, wir hatten halt eben von Gesundheitsberufen, Technik, Wirtschaft, alles Mögliche. Da kann man aber Prioritäten setzen, je nachdem, was die Unternehmensziele hergeben. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt einen Schwerpunkt auf die mehr Technikstudenten ansprechen, dann werde ich schauen, dass ich meinen Content eher in die Richtung, weil die anderen eh Selbstläufer sind, da muss ich dann den Fokus nicht so drauf legen. Also man kann oft, man braucht auch diese eierlegende Wollmilchsau, aber man kann sich entscheiden, brauche ich mehr Eier oder brauche ich mehr Milch. Ja, und das ergibt sich eben aus der Unternehmenszielen und aus den Bedürfnissen auch der Zielgruppe. Also das ist die Klarheit über die, wo will ich hin, hilft extrem zu entscheiden, wo stecke ich meine Energien und Ressourcen rein. Das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, die sozusagen, also ich spreche jetzt als Redakteurin von Erwachsenenbildung.at auch, also die uns sozusagen als Bildungsportal, auch die Sie, Frau Hirschmann, auch angesprochen haben, trifft, dass unser Auftrag ist, ja möglichst breit zu sein und möglichst viele anzusprechen. Eine Möglichkeit, dem gut nachzukommen, wäre einfach einen bestimmten Fokus zu setzen. Dieser Fokus kann sich ja auch verschieben oder verändern, aber ihn zu definieren wäre vielleicht wichtig, als nur in die Breite gehen zu wollen. Ja, ist vielleicht hilfreich. Es gibt noch im Chat, gibt noch jemand ein, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich darf Sie, ich lade Sie ein, posten Sie Ihre Fragen, Anregungen im Chat. Wir haben noch eigentlich 10 Minuten zum Diskutieren und auch abschließen. Hier kommt schon eine Frage von Frau Birkmeier. Inwiefern berücksichtigen Sie bei der Content-Erstellung bei Texten SEO-Aspekte? Oft sind ja Programmsprech nicht unbedingt die Keywords, mit denen Interessenten nach Angeboten suchen. Darf ich da was dazu sagen? Ja, natürlich. Damit SEO funktioniert, müssen Sie die Begriffe verwenden, nach denen die Leute suchen. Und deswegen auch wieder mein Hinweis, lernen Sie Ihre Zielgruppe kennen, welche Wörter verwenden Sie. Wenn Sie Sie fühlen sich dann auch nicht wiedergefunden, wenn Sie dann über Ihre Seite drüber stolpern, wenn Sie vielleicht gar nicht wissen, dass das eh das Programm ist, was Sie brauchen, nur heißt einfach anders, als wie es betonen, wie Sie es nennen würden. Also wenn man wirklich nach SEO-Aspekten geht, dann auch hier ganz stark nach der Zielgruppe orientieren, weil das sind die, die eben in ihrer Sprache suchen. Ja, da ist einfach die Priorität dann auch, das in den Texten wiederzufinden.
dass man nachher erwähnt, okay, so würde das auch heißen, ja, total in Ordnung, aber um die Suchkriterien zu erfüllen und dass sie auch gefunden werden, müssen sie einfach in der Sprache ihrer Zielgruppe sprechen. Es geht noch. Ja, bitte. Ich weiß nicht, ergänzen vielleicht. Also das ist halt auch immer sehr anspruchsvoll, wenn man jetzt hier meinetwegen beim Deutschen Bildungsserver oder auch bei anderen Informationsangeboten dann immer in so einem Konzert machen müssen, ne? So zwischen Redaktion, also mit Inhalten und was sind die Suchworte und der IT, die das optimieren muss und den Nutzerinteressen oder den Ansprüchen und so. Also das sind, oder auch dann den Empfehlungen der Agentur, mit der wir zusammenarbeiten für die Suchmaschinenoptimierung. Also das ist immer ein aufwendiger und sehr ausführlicher Kommunikationsprozess, wie das dann alles immer wieder so steht und angepasst wird. Also ja, wollte ich einfach nur dazu sagen. Dass, ja. Ja, das kenne ich aber auch, dass das manchmal eine heikle Geschichte ist, genau. Dass einfach die Sprache der Zielgruppe nicht übereinstimmt mit der internen Sprache. Ja. Ja, genau. Und das ist dann manchmal schwierig. Also ich wollte nochmal auf die große Folie hinlegen, Smart aller Dinge ist die Zielgruppe. Wenn sich ein Unternehmen darauf einigen können, die Sprache der Zielgruppe zu sprechen, dann fallen auch die Diskussionen weg. Okay. Das nehme ich jetzt so mit. Vielen Dank. Ja, ich sehe im Chat, geben noch Teilnehmerinnen ein. Es gibt also noch weitere Fragen. Wir warten noch kurz, was da kommt. Spannend. Ein schönes, Wilfried Frey, ein schönes Beispiel hier ist, dass nach meinen Recherchen mehr Menschen nach Bildungskredit suchen als nach Bildungsförderung. Mhm. Mhm. Genau, das ist aus unserer, wir haben eine Kursförderdatenbank oder Bildungsförderdatenbank auf erwachsenenbildung.at online und ja, auch da. Ja, ist ein gut nachgefragtes Thema. Mhm. Genau. Ja, es geben doch noch einige ein, also würde ich vorschlagen, wir warten noch ganz kurz. Vielleicht überbrücke ich das Ganze ein bisschen. Es gibt in England, hat vor 7 Jahren, glaube ich, hat das Government angefangen, ihre Webseiten, also quasi die Help-Seiten umzustellen, ja, auf wirklich einfache Sprache, kein Schnickschnack in der Grafik, sondern wirklich so, dass das alle verstehen und damit sprechen wir auch eine breite Bevölkerung an. Und die sind ja wirklich Vorreiter, was so dieses Thema betrifft, wie sie ihren Content vereinfacht haben, wie sie alles auf Checklisten umgestellt haben, auf Auflistungen und eben auch dann teilweise komplette Artikel geschmissen haben und gesagt, okay, das ist nicht die Sprache, die Leute stellen, das sind nicht die Fragen, die sie stellen, wir müssen die Wörter auch verwenden und keine Behördensprache. Ja. Und zudem werden die Sachen viel besser verstanden und es gibt weniger Fehler bei Formulareinreichungen und ähnliches. Also man kann da schon auch sehr viel machen, wenn man sich auf das konzentriert, was die Leute an Sprache verwenden. Wir haben da jetzt noch einen spannenden Hinweis von Herrn Blum im Chat, nämlich das Problem ich nehme uns jetzt auch dazu, uns Bildungsportalen, ist, dass die Zielgruppe ja fluktuiert. Also man ist ja nicht ständig oder Menschen sind ja nicht ständig für Weiterbildung interessiert oder an Weiterbildung interessiert, sondern eher punktuell. Also einmal sind es die einen, dann sind es andere. Also das ist, insofern ist es auch noch einmal wahrscheinlich schwieriger, die Zielgruppe zu fassen oder zu gut zu beschreiben. Also ich habe mir eben überlegt, ob es dann vielleicht eben einfacher ist, wenn man einfach übers Thema geht. Also vielleicht ist es auch eher eine Frage jetzt an Frau Michel, wenn man einfach, die Inhalte sind ja in dem Sinn immer gleich. Oder? Die fluktuieren in dem Sinn ja dann nicht. Genau, es sind zwar die Personen, die fluktuieren, aber die Typen sind ja dieselben. Also ja. Es ist halt
zum Beispiel also die Frau, die aus dem Mutterschutz zurückkommt, ja, ist das vielleicht ein- oder zweimal in ihrem Leben, aber es gibt tausende Frauen, die jedes Jahr immer wieder dabei sind, aus dem Mutterschutz zurückzukommen und gewisse Ausbildungen brauchen oder wollen oder Förderungen suchen oder ähnliches. Also man kann schon die Zielgruppe eben so definieren nach ihren Bedürfnissen, deswegen weg von demografischen Merkmalen, weg von, also ist das Alter unabhängig, ja. Wenn wir bei der Frau aus dem Mutterschutz bleiben, die kann 25 sein, kann genauso auch 35 sein. Das ist nicht relevant für das, was sie anbieten. Relevant ist das, dass die Frau jetzt wissen möchte, okay, wie schaffe ich meinen beruflichen Wiedereinstieg? Oder wie kann ich jetzt meine Karriere vorantreiben? Oder was sind die nächsten Schritte und welche Förderungen habe ich? Das ist ganz wurscht. Oder auch Mann, ja, das hängt jetzt einfach auch ab von den Ländern. Eine Person, die nach der Kinderurlaub zurückkommt, egal welches Geschlecht, welches Alter, welcher Wohnort, hat einfach dieselben Bedürfnisse an Informationen. Ja, damit haben Sie auch schon eine Frage von im Chat quasi schon mit aufgegriffen, Frau Michel, nämlich ob man eben nicht quasi statt Zielgruppen eher nach Lebensphasen oder Situationen auch die Zielgruppen bestimmen müsste. Genau. Ja. Also man kann es clustern nach den Bedürfnissen, man kann es clustern nach dem Online-Verhalten zum Beispiel. Ja. Also es ist so, je nachdem, was unseren Unternehmenszielen halt mehr dienlich ist und mehr weiterhilft. Mhm. Gut, also wir haben jetzt noch eine Frage im Chat, es geben noch weitere ein. Wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Veranstaltung, also wir haben jetzt einfach die Zeit für die Diskussion ist jetzt um. Wir blenden am Schluss dann auch noch die Kontaktinformationen zu Frau Michel ein, beziehungsweise Frau Hirschmann, Frau Mattis, könnten Sie das vielleicht einfach, wenn es für Sie passt, auch im Chat nochmal Ihre E-Mail-Adresse posten, falls sich jemand direkt an Sie wenden möchte und noch Nachfragen dazu hat. Ja, eine Frage ist jetzt da noch, aber es sind jetzt noch mehrere Fragen da. Ja, das sind sehr konkrete Fragen. Ich darf Sie vielleicht bitten, diese direkt dann an Frau Michel zu stellen. Sie haben sich auch bereit erklärt, dass Sie auch für die Teilnehmerinnen zur Verfügung stehen, beziehungsweise auch gerne Fragen beantworten. Gut, genau, Ihre Kontaktinformationen sind da jetzt noch einmal eingeblendet. Frau Hirschmann, Frau Mattis, die E-Mail-Adressen, also Sie können sich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können sich gerne an unsere Vortragenden und unsere Diskutantinnen auch nachher wenden. Ich muss jetzt einfach aufgrund der Zeit noch ein Stück weit zusammenfassen und abrunden jetzt. Und zwar mal eine grundsätzliche Frage, also oder vielleicht zuerst die Zusammenfassung. Also wir haben jetzt einen 15-minütigen, sehr, sehr spannenden, sehr dichten, sehr informativen Input von Frau Michel gehört, so zur Frage, was ist Content, was ist Content-Strategie, also auch die verschiedenen Bauteile, die dazu nötig sind, und wie gehe ich bei der Erstellung von Content mittels Content-Strategie vor. Sie haben uns auch bildlich vor Augen geführt, wie oft Content eben nicht sein Ziel erreicht, also wo dann eben nur mal der Name übrig bleibt. Ja. Also so diese Verbindung von Unternehmensziel und Zielgruppe, da greift dann quasi der Content ein und guter Content sollte diese Verbindung einfach gut schaffen. Insofern ist es einfach wichtig, die Zielgruppe und auch die Unternehmensziele sehr gut zu definieren. Und Sie haben uns auch ein paar konkrete Tools geliefert, wie man da vorgeht, also sprich die Persona-Methode oder auch mit Tests zum Beispiel, Testungen zu arbeiten. Gut, in der Diskussion haben wir dann vor allem von Ihnen, Frau Hirschmann, sehr viel von Ihren Erfahrungen beim Deutschen Bildungsserver gehört. Sehr spannend auch, wie sich das entwickelt hat, der Content. Ja, beziehungsweise, ja, also einfach, wo es hingeht, also die technischen Entwicklungen, auch der Trend zu gezielteren Informationen. Also im Prinzip geht es darum, und auch die, wir haben auch einen Link zu Kriterien, die der Schweizerische Verband für Erwachsenenbildung formuliert hat, für die Schweizer Bildungsanbieter, quasi wie kann man gut Inhalte ausschreiben, um die Bildungsinteressierten zu erreichen. Also und da ist eine Antwort darauf, sicher sehr konkret zu sein und sich die Zielgruppen so konkret, wie es nur geht, quasi vorzustellen, auch wenn das vielleicht sehr, sehr heterogene Zielgruppen sind, dann aber zumindest zu fokussieren. Ja, Frau Mattis? Ah, Entschuldigung, nein, das war für jemand anderen. Entschuldigung, ich habe es vergessen.
Moment, gut. Gut, also es sind jetzt noch ein paar Fragen im Chat offen geblieben. Ich entschuldige mich bei Ihnen, dass da jetzt nicht mehr die Zeit war, diese aufzugreifen. Jetzt am Ende der Veranstaltung noch eine Frage, und zwar möchten Sie gerne eine Teilnahmebestätigung haben. Es ist jetzt ja 100% momentan. Für uns klicken Sie bitte einfach diese Umfrage kurz an, ja oder nein. Oder keine Stimmabgabe. Ja, also meine Kollegin, gut, ja, 20 Personen hätten gerne eine Teilnahmebestätigung. Meine Kollegin Karin Kulmer wird sich um diese Teilnahmebestätigung kümmern. Sie werden sie dann Anfang nächster Woche erhalten. Also wie gesagt, die Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich im Vorfeld schon für die Veranstaltung angemeldet haben und auch mit vollem Namen hier ersichtlich waren oder hier angemeldet waren. Für Rückfragen haben wir eine E-Mail-Adresse webtalk@erwachsenenbildung.at. Sie können uns gerne, also hier gerne jederzeit ein Mail schicken. Gut, Karin, habe ich noch etwas vergessen? Also meine Kollegin im Hintergrund betreut ja uns technisch. Genau. Wir haben, genau, danke Karin, wir haben auch noch einen Feedbackbogen. Wenn Sie hier klicken auf diesen Link, wir würden uns freuen, wenn Sie den Fragebogen ausfüllen. Wir sind auch immer bemüht, das Format WebTalk weiterzuentwickeln und freuen uns über jede Antwort. Gut, die Aufzeichnung des Webtalks wird bald verfügbar sein. Wir werden sie auch über die Kanäle von Erwachsenenbildung.at dann verbreiten. Also sofern Sie zum Beispiel unsere Newsletter abonnieren, werden Sie darüber informiert werden, werden Sie das mitkriegen. Gut, danke an alle, die auch Fragen im Chat gepostet haben. Das ja, ist sehr hilfreich für die Diskussion und uns ist auch wichtig, quasi Ihre Anliegen auch mitzunehmen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass wir nicht alle mit hineinspielen konnten. Danke an Sie, Frau Michel, für diesen spannenden Input. Danke an Sie, Frau Hirschmann. Danke an Sie, Frau Mattis, für Ihre spannenden Diskussionsbeiträge. Es kommt, ja super, also gut, jetzt kommen noch einige Dankesmeldungen im Chat. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Webtalk wieder. Das sowohl Thema als auch Zeitpunkt sind momentan noch offen, aber wir werden Sie auch hier über die Kanäle von Erwachsenenbildung informieren. Gut, vielen Dank und auf Wiedersehen. I'm going to go to the next one.